Liebe Patienten, liebe Zuschauer, vermutlich kennen Sie die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu. Hier im Raum der Stille haben wir sie frei nachgestellt. Mit dem leuchtenden Stern, der über der Krippe mit Stroh steht, ging es los. Sie haben sicherlich auch Ihre Wohnungen geschmückt mit Sternen, Straßen und Plätzen. Da sehen wir auch viele leuchtende Sterne. Am zweiten Advent kamen der Ochse und der Esel dazu. Am dritten Advent gesellte sich das schwarze Schaf dazu. Sicherlich haben Sie diesen Satz auch schon gehört. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Hirten versorgten die Tiere. Sie kümmerten sich um sie. Ochs und Esel wurden im Stall versorgt und die Schafe auf den Feldern, Tag und Nacht. Und trotzdem genossen die Hirten kein hohes soziales Ansehen. In den Augen der Menschen galten sie nicht viel. Am vierten Adventssonntag stellten wir Maria und Josef dazu. Wegen einer Volkszählung und weil der Kaiser für sein Riesenreich Geld brauchte, musste auch Josef in seine Heimat. In Bethlehem angekommen, fanden sie aber nirgends Unterkunft. So teilten sie sich den Stall mit Ochse und Esel. Hören Sie nun mit Ochs, Esel und schwarzem Schaf drei fabelgleiche Geschichten. Bin ich ein Ochse? Bin ich ein Ochse? Für meinen Herrn und Arbeitgeber habe ich alles getan. Er beschäftigte mich für ganz wenig Geld, obwohl ich täglich 8 Stunden schuftete und mehr. Immer mehr Projekte und Objekte musste ich reinigen. Ich tat alles, was mein Herr mir sagte. Da ich alleinerziehend mit 2 Kindern bin, brauche ich jeden Cent für meine tägliche Nahrung, für die meiner Kinder und für Kleidung. Ich war für meinen Herrn nur der einfache, abhängige Mensch, der Knecht, die Magd und musste schuften wie ein Ochse. Als ich krank war, hat er mich entlassen. Bin ich ein Ochse, weil ich getan habe, was mein Herr und Besitzer von mir verlangte. Aber wie erkenne ich und wo finde ich den wahren Herrn meines Lebens? Ich bin ein schwarzes Schaf. Ich bin ein schwarzes Schaf. Meine Eltern und meine beiden älteren Schwestern nennen mich immer schwarzes Schaf, weil ich schwarze, gekräuselte Haare habe. Meine Schwestern sind der Sonnenschein der Familie, weil sie die Klügsten, die Schönsten, die Talentiertesten sind und einfach nichts falsch machen. Ich bin der Sündenbock, weil ich öfters krank bin, mich nicht konzentrieren kann, schlechte Noten habe und wenn was kaputt ist, na klar, dann war ich es. Außerdem wollten meine Eltern lieber immer schon eine dritte Tochter,
anstatt einen frechen Buben bzw. ein schwarzes Schaf. Wer möchte schon solch ein schwarzes Schaf? Ich bin ein schwarzes Schaf und bin auf der Suche nach meinem Herrn, der mich so nimmt, wie ich bin. Ich bin das schwarze Schaf meiner Familie, weil ich nicht so bin wie meine Schwestern. Vieles fällt mir schwerer und das eine oder andere gelingt mir einfach nicht so. Wer möchte schon, dass ich zu ihm gehöre?